Mein Zuhause, der Radio Vorarlberg Immobilientipp. Ja, wer in eine größere Eigentumswohnung zum Beispiel wechselt, wer eine Wohnung geerbt hat oder ins Haus der Eltern wechselt, der möchte wahrscheinlich die alte Immobilie verkaufen. Ja, mache ich das jetzt aber selber oder beauftrage ich einen Makler? Christoph Gehringer vom Immoteam 7 in Dornbirn. Tatsache ist, ich muss im Vorfeld vieles erledigen. Dazu gehört eine gute Aufbereitung und gute Verkaufsunterlagen, die aussagekräftig sind. Dazu gehören schöne Bilder, die zwar das ideal präsentieren, aber nichts schöner. Also Photoshop ist verboten. Und die Informationen müssen gesammelt werden. Das sind also bei Wohnungen Betriebskosten, Reparaturfonds, Rücklagen und dergleichen. Der Energieausweis ist ebenfalls seit längerer Zeit absolut verpflichtend. Und auch der Hinweis auf alle Nebenkosten. Da müssen also viele Infos drin sein. Also das Ganze einfach fair darstellen und hoffen, dass der Käufer dann auch fair ist. Wo einfach durch mangelndes Fachwissen, durch mangelnde Betreuung enorme Schäden entstanden sind und auch Riesenprobleme, wenn dann plötzlich fremde Leute in meiner Wohnung leben, ich nie Geld gesehen habe und ich mir eine neue Wohnung suchen muss, obwohl ich den Kaufpreis nie erhalten habe. Ja, solche Fälle gibt es, dass die Arbeit den Profis überlassen. Dafür bekommt er dann in der Regel um die 3% Erfolgsprovision. Der Makler übernimmt das ganze Risiko und bringt seine jahrelange Erfahrung mit ein. Und durch einen Makler können wir garantieren, dass man den idealen Preis am Markt erzielt, man absolut risikofrei verkauft. Und kommt es nicht zu einem Erfolg, also sprich einem Vertrag oder einem Geldfluss, dann kommt es auch zu keiner Zahlung zum Makler. Mein Zuhause, der Radio Vorarlberg Immobilientipp. Präsentiert vom Immoteam 7, den smarten Maklern für den erfolgreichen Immobilienverkauf.